und ich lese Ihnen jetzt eine Geschichte vor, die heißt Fortkommen und hat ganz entfernt etwas vielleicht mit der Geschichte meines Vorgängers zu tun. Das Unglück hatte es gewollt, dass meine Universität mich in den Wintermonaten hierher geschickt hatte. Die Studien duldeten keinen Aufschub. Dieser Ort mit seinen vielen Kirchen, engen Gassen, schiefen, schadhaften Häusern sollte mein Leben grundlegend verändern. Dabei hatte anfangs alles so gut ausgesehen. Der Dekan hatte mich zu sich in sein lichtdurchflutetes Büro gerufen, um mir meine Mission zu erläutern. Wir hatten einander gegenüber gesessen, in der schwarzledernen Sitzgruppe, die normalerweise nur hochrangigen, auswärtigen Wissenschaftlern vorbehalten war. Eine Begegnung auf Augenhöhe, welch unverhoffte Anerkennung meiner langjährigen akademischen Bemühungen. Warum hatte ich bei meiner Ankunft nicht länger nach einer geeigneten Unterkunft gesucht? Von der Reise übermüdet und erschöpft war ich dankbar auf das Angebot dieser alten Frau eingegangen, die wie zufällig in der unbeheizten, zugigen Poststation ihre Dienste anbot. Ein schönes Zimmer mit Aussicht auf einen Garten hatte sie mir angepriesen. Freudig folgte ich ihr durch immer enger und verwinkelter werdende Gassen. Von den Wonnen eines heißen Bades und eines weichen Bettes fantasierend, prägte ich mir diesen Weg nicht ein. In einem schmalen, hohen Haus angekommen, führte mich die Alte nach oben in ein Mansardenzimmer. Hier war es so ganz anders, als ich es mir erhofft hatte. Rohe Wände, statt des versprochenen Fensters nur eine Dachluke. Aber was machte das schon? In der Mitte des Raums stand ein Bett mit Metallrahmen. Hier würde ich schlafen und morgen dann weitersehen. So dachte ich jedenfalls. Aus einem traumlosen, schweren Schlaf schreckte ich auf. Waren Stunden oder nur Minuten vergangen? Finsternis, nichts konnte ich erkennen. Und ich benötigte einige Zeit, um zu wissen, wo ich mich befand. Von unten erklang schallendes Gelächter. Das konnte nicht allein von der Alten stammen. Ich richtete mich im Bett auf, suchte meine Schuhe auf dem Dielenboden zu ertasten und schließlich auf nackten Füßen geradeaus, bis ich auf die Wand traf. Dieser folgte ich so lange, bis ich die Tür ertastete. Ich drückte die Klinke nach unten. Vergebens. Man hatte mich eingeschlossen. Zurück auf meiner Bettstatt kauerte ich mich zusammen. In dieser Haltung befand ich mich auch noch, als Stunden später, eine trübe Helligkeit hatte sich im Raum breit gemacht, die Tür geöffnet wurde und die Alte mit einem Tablett erschien, auf dem sich drei kleine Brötchen und eine Tasse Tee befanden. Mit ihren langen, dünnen Fingern stellte sie das Tablett wortlos auf den kleinen Holztisch neben die Tür. Ein großer Stein, der türkisblau an einer Kette über ihrem grauen Kittel baumelte, ließ mich erschaudern. Er erinnerte mich an Wasser nach einem Bergtorunfall. Während ich überlegte, wie ich meinen Unmut am besten zum Ausdruck bringen könnte und um eine angemessene Formulierung rang, verschloss sie die Tür bereits wieder von außen. Der Tee war lauwarm, die Brötchen hart. So ließ ich das Essen weitgehend unberührt. Stattdessen versuchte ich, die Tür gewaltsam zu öffnen. Als mir dies nicht gelang, schlug ich mit den Fäusten gegen die Füllung und rief nach meiner Hauswirtin, deren Namen ich allerdings nicht kannte. Dass sie es versäumt hatte, sich vorzustellen, war mir am Vortag entgangen oder einfach nicht wichtig erschienen. Ich leckte das Blut von meinen Handknöcheln. Unruhig bewegte ich mich durch die schmuddelige, enge Mansarde, als ich eine Spinne von der Unterseite des Tabletts langsam nach oben krabbeln sah. Eine garstige Kreuzspinne, wie ich schon viele in meinem Leben gesehen und getötet hatte. Gerade wollte ich sie unter meinem rechten Zeigefinger zerquetschen, als sie mich seltsam anrührte. Ein Lebewesen, hier in meiner verzweifelten Lage. Ich war nicht mehr allein. Woher kam dieses Tier? Lebte schon länger in diesem Raum? Oder war es mit dem Tablett hierher gelangt? Ich beobachtete die Spinne. So vergingen Stunden. Abermals wurde die Tür geöffnet. Die Alte, neben ihr eine weiß gekleidete Gestalt. Wie macht er sich? Er fantasiert,
Schlecht, ich werde ihm eine Spritze geben. Der Weißgekleidete kam auf mich zu, zog eine Spritze aus seiner Tasche, als ich sah, wie die Spinne auf die Alte zukrabbelte. Das Gesicht der Alten erhellte sich, als die Spinne ihre Haut berührte. Zwar nur für Bruchteile einer Sekunde, aber ich nahm es deutlich wahr und spürte Enttäuschung. Ich schreie so laut ich kann und falle, immer weiter falle ich, bis ich mich schließlich an einer weichen, gallertigen Masse festkrallen kann. Hausschwamm? Ich öffne die Augen. Durchnässt von Schweiß bemerke ich, dass ich mich an die ausladenden, nackten Brüste von Hildegard klammere. Hildegard von Heißelbeiß, meine Kollegin und schärfste Konkurrentin in meinem Bett. Erinnerung, die untreue Begleiterin kehrt zurück. Ja, vor 3 Wochen fanden Hildegard und ich nach einem langen und anstrengenden Kongress nächtens an der Bar eines Hotels zueinander. Also nur ein Traum. Erleichterung. Gerade will ich mein Bettzeug zurechtzupfen, als ich im Vollmondlicht, das durch die Jalousien meines Schlafzimmerfensters dringt, sehe, wie eine Spinne eilig Hildegards Nasenloch verlässt und schneller als ich reagieren kann, über das Gesicht meiner Gefährtin läuft, um unter dem Bett in nichts zu verschwinden. Hildegard seufzt wohlig, als sie mit ihren außergewöhnlich langen und dünnen Fingern über ihr Gesicht streicht, um schließlich zu ihrem Kreuzanhänger zu greifen, der in diesem Licht seltsam blau-türkis schimmert.